Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Dwarf Fortress. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, habe ich letztes Mal gesagt, dass ich mir überlegen werde, wo unsere Grabezwerge graben werden. Ich habe mir jetzt einfach mal hier eine Ebene rausgesucht, die ich da vielleicht ein bisschen vielversprechend für finde, denn da ist nur hier ganz hier hinten eine Höhle. Und sonst ist hier unten recht viel freie Fläche und da hoffe ich einfach mal, dass wir hier die Chance haben, Lava-Vorkommen zu finden. Denn wie ihr wisst, möchte ich das immer noch gerne. Und deswegen schicken wir einfach mal hier vier kleine Tunnel bis dahin und gehen noch mal ein bisschen höher. Da mache ich auch noch mal zwei. Kostet ja nichts. Wie viele Grabezwerge hatten wir eigentlich genau? Zwei, drei. Ja, da ist sogar noch einer frei, der da noch einen bekommen kann. Sind natürlich nicht an allen gleichzeitig gearbeitet, aber so hat jeder die Chance, eine Stelle zu haben, an der er graben kann. Und außerdem habe ich gerade schon festgestellt, dass unsere Katapult-Parts bald fertig sind. Das kann so auch bald losgehen. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass sich hier wahrscheinlich aus jedem Archery-Target eine einzelne Baracke machen muss. Jetzt müsste ich mich natürlich merken, wie unsere, welches unser Schützen-Squad war. Sieht nach dem hier aus. Ja, Labyrinth Roads. Ja, wie gesagt, dass ich irgendwie nicht aus jedem einen eigenes Squad, eigenen Bereich machen muss, weil sonst kommen die damit wohl irgendwie nicht zurecht. Deswegen werden die sich dann hier überlappend erstellt. Ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir auch nicht erklären, warum der da sonst solche Probleme hat, weil an sich ist da ja eigentlich alles so eingestellt wie bei den anderen Zwergen auch. Von daher ein bisschen komisch. Aber vielleicht hilft es. Ja, ihr müsst jetzt natürlich wieder die falschen Tasten gedrückt. Da wollte ich noch drauf und nein, darauf nicht. So. Schub, 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 schub. Nach links schießen. Und noch einstellen, wo sie, welcher alles was machen darf. So. Ja. Es ist gar nicht so einfach, sich da die ganzen Sachen für zu merken und richtig einzustellen jedes Mal. So, einen brauche ich noch. Jetzt drücke ich nämlich mal die falsche Taste. So, das müssten wir alles haben. Außerdem müssen wir noch sicherstellen, dass sie in die richtige Richtung schießen. So, sehr schön. Außerdem sind wir hier oben fertig. Das dauert aber auch noch ein bisschen, bis die Sachen da sind. Schade eigentlich. Wie sieht es hier aus? Need Siege Engineering. Da wird sich dann auch bald jemand drum kümmern. Hier wird es auch langsam weniger. Da wird gedumpt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hier unten entwickelt, weil hier drunter unter dem Wasser ist ja eine gute Menge. Und ich wollte noch was anderes gucken, ob wir eigentlich auch hier irgendwo in der Ebene Wasservorkommen hatten. Nein, hier, das war nicht alles da drüber, okay. Denn ich würde mich echt gerne mal hinstellen und würde einen kleinen Brunnen bauen. Wenn wir dafür dann die passende Stelle finden. Das dürfte ich aber insgesamt alles recht schwierig werden. Aber hier könnte man das probieren. Indem ich dann im Zweifelsfall einfach hier runter channel und damit für Wasser sorge, was ich da rein tun kann. Das ist nicht die schönste Stelle dafür. Ich könnte es vielleicht sogar eine Ebene da drunter. Was hilft uns? Welcher Ebene hätte ich das denn gerne? Doch, eigentlich könnte ich mir das gerne irgendwie hier so hinbauen. Können wir das Wasser weit runterleiten. Das dürfte ja tendenziell funktionieren. Wo hätten wir das gerne? Hier ist der Arbeitsbereich. Hier müsste einfach der Wohnbereich. Oh, da, oh, hier wäre eine Anbindung ans Krankenhaus wäre hier denkbar, das wäre natürlich optimal. Jetzt muss ich natürlich hier oben die eigentliche Stelle wieder wegmachen, damit ich da durch kann. Und dann lassen wir da erstmal ein bisschen noch graben. Da werden die Zwerge sich dann nebenbei schon mal drum kümmern können. Auch wenn dann die Wege unten wahrscheinlich ein bisschen überflüssig sind, aber so egal, das kriegen die schon hin. Interessant ist es jetzt zu gucken, wie es hier aussieht, denn hier scheint alles fertig zu sein. Nur, dass er einen Ballista-Part immer noch als Task markiert hat, warum auch immer. Sieht es hier aus? Da haben sie irgendwas durch. Mache ich hier mal neue
Rock'n'Rex und Amos Dance noch. Und hier, was könnte ich denn hier noch gebrauchen? Das wäre alles mal interessant. Aber ist gerade gar nicht ersichtlich. Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter Koffers. Denn ich denke, davon können wir noch ein paar gebrauchen. Wenn es um die Art so geht, machen wir erstmal da weiter. Wie sieht es hier aus? Die haben wieder zu tun, scheint mir. Ja, zumindest so partiell haben sie wieder zu tun. Sich auch noch drum gekümmert werden. Hier haben wir die ersten Goldbarren. Sehr schön. Da sind von Eisenbahn sind noch keine da. Das war ja auch irgendwo hier. Hätte ich hier nicht noch irgendwo Eisen in Auftrag gegeben? Ah, ich hätte nur noch mehr Gold in Auftrag gegeben. So. Dann wurde hier aber. Ach doch, hier war Eisen und Gold. Hier wurde auch noch nicht wirklich viel gemacht. Aber wenn wir da schon 5 Gold haben, können wir davon auch schon mal was in Auftrag geben. Und zwar. Nee, wir machen das. Ich glaube, hier müsste ich das finden, was ich suche. Genau. Goldcrafts, die lassen sich gut verkaufen. Alternativ könnte man auch. Ich glaube, Trap Components würde nicht funktionieren. Ja, dafür muss man Silber nehmen. Und Rüstung und sowas geht auch alles nicht. Das heißt, mit Goldcrafts ist das da schon das Beste, was wir da rausholen können. Können aber auch mal hier. Haben wir noch ein bisschen was frei. Native Silver können wir auch was machen. Da können wir daraus Trap Components machen. Die lassen sich auch sehr, sehr gut verkaufen. Von daher bin ich da, wäre ich damit dann schon ganz zufrieden. Außerdem will ich jetzt mal hier gucken, ob ich hier jetzt das. Ich konnte mich erinnern, was war genau das Katapult? Das kommt nämlich hier direkt wohl. Ja, wir haben ja wenig andere Möglichkeiten, als es direkt daneben zu parken. So, wird dort ein Katapult gebaut. Das können wir dann nämlich schon benutzen, um Steine zu schießen und so mit unseren Kollegen auch zu trainieren. Denn anders kommt man da leider nicht an Training. Mal wieder ein Masterpiece, sehr schön. Wie sieht es hier bei den Trainingszwängen eigentlich mittlerweile aus? Immer noch Dabbling. Aha, immer noch keine Kampffähigkeit, also keine Waffenfähigkeit. Da hat es ja so Sachen wie Fighter, Armor-User und Striker und Wrestler. Hat er. Okay, ist aber auch nicht so der Oberbringer. Extra, ach, das war der Kollege. Immer noch Dabbling. Hier haben wir Novice Swordsoffer. Ich glaube, der hat auch schon damit angefangen. Er braucht auch noch Übung. Also hier haben die Zwerge doch deutlich was vor sich. Und meistens machen sie auch nur Dodging Demonstration. Und hier ist auch eine Combat Demonstration scheinbar dabei. Ja, immerhin etwas. Und wie sieht es bei den anderen aus? Hat denen das jetzt geholfen, dass sie mehr Kasernen, mehr Schießstände haben? Nein, da heißt immer noch Cannot Follow Order. Ich habe keine Ahnung, wieso, denn hier steht ja ganz eindeutig. Trainieren. Mit 4 Leuten. 4 Leute sollten sie. Passt ja. Vielleicht kann mir da doch noch jemand Tipps für geben, was ich da falsch mache, denn irgendwie ist das schon ein bisschen sehr strange, dass die Schützen hier so fast gar nicht trainieren. So sollte das ja nicht sein. Währenddessen kann ich mal gucken, wie es bei denen hier. Da wollte ich eigentlich gleich. Da wollte ich hin. Ja, das Grau sieht. Ach, hier sind sie schon zu Gange. Wobei wir bisher noch nichts Spannendes gefunden haben, außer ein bisschen Tetrahydrit. Ob man darauf verzichten kann. Ich hoffe, dass hier irgendwann die Meldung kommt, Wormstone located. Da wäre ich dann sehr froh drüber. Oh, na, da hilft nur abwarten. Das wird dann wahrscheinlich das sein, was ich in die Pause zwischen den nächsten Parts mache. Und da ist jetzt schon wieder einer am Schießen. Ausnahmsweise mal. Gucken wir mal nach, wer du bist und was du hier machst. Archery Practice. Aha. Und wir sind scheinbar auf eine Höhle gestoßen. Oh ja. Wir sind auf eine Höhle gestoßen. Na, das ist ja. Dann können wir hier das Graben gleich wieder abbrechen. Und setzen hier gleich, wenn er da weggegangen ist, komm, beweg dich. Ein Stück Wand hin, damit hier auch sicherlich nichts rein kann.
soll er da in eine andere Richtung weitergraben. Ich hoffe mal, dass es hier nicht noch gleich nochmal zur Überschneidung kommt. Weil es ist natürlich immer nett, Höhlen zu finden, aber solange in der Höhle hier unten kein Magma drin ist, hilft uns das alles nicht weiter. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Es scheint nur ganz weit runter zu gehen. Und dann sehen wir einfach nichts. Hier scheint einfach ein Boden zu kommen. Einer trainiert jetzt. Wie sieht es bei den anderen aus? Steht da immer noch Soldier cannot follow order? Ja, bei zwei Stück steht es jetzt noch. Aber auch nur bei zwei Stück. Oder steht es hier noch jemand? Ne, er macht Archery Practice. Wahrscheinlich schläft von denen gerade noch jemand. Wrestling Demonstration ist natürlich jetzt nicht so schön, weil dann lernen sie nur waffenlosen Kampf und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Hähnchen haben wir auch noch nicht. Hier ist jetzt aber alles gleich. Okay. So. Noch mehr Hähnchen hier reinstopfen. Oh Mann. Ich war schon überlegen, ob ich mich nicht einfach irgendwann hinstelle und da mal irgendwie Wasser reinflute oder sowas, um die ganzen Tiere ertrinken zu lassen, damit wir die irgendwie ansatzweise wieder loswerden. Denn das sind einfach viel zu viele. Wenn man sich anguckt, das kleine bisschen hier sind Sachen, die irgendwie so sind und dann kommt hier. Tick, 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 dangling, tick, 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 tick. Oh Mann. Das wird ein echtes Problem werden. Auch wenn wir jetzt natürlich den Vorteil haben, dass dadurch, dass keine Nestbox mehr da sind, es nicht noch mehr werden können, aber es ist trotzdem schon nicht schön. Und ich laufe hier gerade rum und warte darauf, dass ich ein Trinken gehe. Aha. Hier, der braucht immer noch das Siege Engineering. Wir hatten doch irgendjemanden, der sowas machen soll. Wahrscheinlich warst es du hier? Nein. Jetzt ist natürlich wieder das Problem, wie ich den Kollegen wiederfinde, der für sowas zuständig ist. Oder war das einer der Weaver? Das kann sein. Du bist auch für Crafts eingesetzt. Und zwar für Weaving Clothmaking. Ja. Du hast gerade nichts zu tun, das ist aber okay. Und der Andrew hat andere Aufgaben, ja. Of the Guard, Weaver hat nichts zu tun, Malthamoth hat nichts zu tun. Hier hätten wir einen Butcher, der nichts zu tun hat. Ja, jetzt finde ich den natürlich auf die Schnelle nicht wieder, welcher genau das jetzt war. Aber der wird sich da sicherlich noch. Ich kann mir eigentlich einfach mal nachgucken, ob jemand schon dabei ist, das zu machen. Ja, zumindest macht irgendjemand was, dann steht bei beiden nicht waiting. Und ich habe mal wieder einen Export ausgesprochen. Also ich habe jetzt kein Demand gemacht, sondern ein Mandat, denke ich. Wir haben den Verkauf von großen Corkscrews, also das sind so Elemente für Pumpen, Schraubpumpen oder sowas müsste das sein, haben wir verboten. Habe ich verboten. Ach, super. Und Quartiere und alles haben wir schon. Jetzt ist nur die Frage. Steht sein Zeug mittlerweile? Mein Zeug, muss ich ja schon sagen. Da, nein, das war ja gar nicht mit. Ich bin hier unten. So. Und jetzt kommt dit. Und das haben wir schon. Da oben warten wir noch aufs Bett. Okay. Damit dürften das Requirement fast fertig sein. Wobei, das Doofe ist, dass gleich das Office und Dining Room sich jetzt überschneiden, haben die ordentlich an Wert verloren. Was natürlich schade ist. Ich könnte mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ich nehme das da raus und mache da noch einen extra Raum für, aber ich setze ja meine Hoffnung auf das Smoothen, was irgendwann dann mal zustande kommen wird und auf die weitere Statue, die dann noch hinkommt. Und im Zweifelsfall stecke ich einfach noch mehr rein. Könnten wir hier übrigens, nur also aus Neugier, ja, wir könnten hier einen Sculptures Garden hinmachen. Der besonders schön ist, den würde ich jetzt aber erstmal hier nicht tun. Sondern einfach mal sagen, Free Room. Aber wir könnten hier raus zum Beispiel einen Skulpturengarten machen und wir können dort wieder eine Statue in die Ecke setzen. Einfach mal so eine ganz normale, denke ich. Ja, wir können wirklich mal über einen Skulpturengarten nachdenken. Aber vielleicht sollte ich da erstmal warten, bis wir mit dem Graben unten fertig sind. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so Dingen wie Skulpturen Gärten überhaupt haltet. Ich habe die bisher selten benutzt. Aber man könnte sowas ja durchaus mal machen, um das jemandem zuzusprechen, um dessen Laune zu erhöhen. Könnte ja vielleicht ganz gut werden.
Und ich muss halt noch gucken wegen den Büro- und Essräumen, ob sich das wirklich lohnt, da die übereinander liegen zu lassen. Und irgendwo müssten noch Zwerge am Graben sein. Irgendwie kann das ja so nicht angehen. Ja, die rennen überall noch andersrum. Okay. Dann ihr noch nicht, aber wir gucken mal hier. Müsste jemand schon dran sitzen, scheinbar. Dauert wohl einfach nur länger. Hier brauchen sie scheinbar auch noch länger. Ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich. Ist. Da ist noch niemand unterwegs. Da auch noch nicht. Och, ja. Dann kann ich die Zeit nochmal nutzen, um durchzugucken, was hier noch so ansteht. Weil ich befürchte, dass er hat die Betten alle schon wieder durchgehauen. Können uns hier nochmal hinstellen und kann sagen, Fass. Kann man sicherlich noch gebrauchen. Außerdem schmeiße ich, glaube ich, hier einen Teil der Wood-Sachen wieder raus. Wobei hier schon von der Masse her das wieder okay ist. Das ist schon wieder okay. Ist hier schon was fertig davon? Nein. Was macht denn der entsprechende Blacksmith gerade? Entweder trinkt er gerade oder macht ein Construct Building. Dann würde ich ja eher auf. Trinkt gerade? Nein. Aha, warum haben wir denn jemanden hier, der Blacksmithing macht? Und zwar nur Blacksmithing und sonst nichts. Hast du vielleicht einen Militärsquad? Mal kurz überfliegen. Das sind fast alles Soldaten. Nein, da muss ich ja oben gucken. Irgendwo ein Kadol hieß er, glaube ich. Da ja. Kadol. Dann ist der wahrscheinlich gerade nur auf Pause. Das heißt, er ist nicht derjenige, den wir dafür suchen. Ich weiß aber, dass wir noch einen Blacksmith haben, der sich um das kümmert. Metalsmith ist ja Tobi, der hat da ja nichts mit zu tun. Und er hier hat die Aufgabe, hat auch noch First Operation, hat aber gerade vor allen Dingen anderweitig zu tun, indem er. Das weiß ich jetzt nicht, ich habe eigentlich nachgeguckt. Indem er trinkt. Ja, okay, da kann man wenig machen. Ein Hühnchen ist nicht mehr enraged. Also super. Ah, da tragen sie gerade die Komponenten hin. Ja, hier war unser Schütze. Fischdisease, okay, das muss ich mir mal merken, in der Hoffnung, dass ich den dann irgendwann mal wiederfinde. Oder er hoffentlich bald seine Karriere wechselt und wir den dann leichter wiederfinden können. Aber man sieht, wie das die Ballista sich verändert hat, das ist cool. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich habe mein Glas weggestellt oder bei einer Schranktür geknallt. Ja, das hier ist jetzt unsere erste Balliste. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir effektiv gucken. Das dürfte schon die richtige sein. Facing left, ja. Und wir könnten jetzt sagen, prepare to fire, fire at will oder not in use. Wir lassen es bei not in use, weil das brauchen wir noch gar nicht. Wir warten ja auf das hier. Und das bekommt nämlich erstmal fire at will. Dann kann ich Steine in die Landschaft schießen. Aber ich glaube, ich mache für diesen Part erstmal schon mal Schluss, denn es passiert ja gerade nichts viel. Die Zeit haben wir schon so ziemlich voll. Und dann warten wir erstmal, bis dort die, Oh, wir können hier das Graben schon mal wieder abbrechen, merke ich gerade. Wenn wir da schon wissen, dass dort die Höhle ist, dann brauchen wir da auch nicht gucken. Ja, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Dann lasse ich nämlich hier noch ein bisschen das Graben weitermachen und warte, bis die Katapulte fertig sind. Also das Katapult. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dann, macht's gut.